Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Stellaris. Ja, wir haben so ein paar Probleme hier. Oh, ist Not. Ja, das wissen wir ja schon. Kritische Ressourcenknappheit, das wissen wir auch. Und Unruhen gibt es dadurch auch. So, Zähne da, das ist ein großes Problem. Wir müssen mal gucken, wo nehmen wir die denn auf? Also, wo geben wir die aus? Nicht sonst. Schiffsunterhalt 4,5, aber das sind Konsumgüter. Okay. Das heißt, umso größer unser Reich, umso größer ist auch diese Ausgabe. Genauso wie hier ist auch klar, ne? Okay, das bedeutet, da muss man mal eingreifen, irgendwie so, ne? Aber wahrscheinlich ist das Problem, dass wir auch jetzt keine neuen Sachen bauen können, weil uns wiederum die Ressourcen dann fehlen, ne? Hier, was ist denn hier? Dann steht eine 8 drunter. Kann man hier was bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte, wir müssen auch ein Konstruktionsschiff auswählen, sonst wird das nichts, ne? Siehst du, die kosten 67, aber das ist der Hit. Wir kommen da einfach nicht dran, ne? Weil, ne, da Minus ist. Ja. Was muss man dann tun? Gute Frage, ne? Was können wir ändern? Also wir müssen das bauen, um mehr zu kriegen. Auch cool, oder? Wie sieht es mit der Forschung aus? Ist da irgendwas? Der untere ist bald fertig. Speicherkapazitäten, Mineralien, das ist jetzt nicht so weltbewegend, ne? Aber vielleicht kann man da irgendwas forschen, dass es dann besser wird. Raumhafen 4, Zerstörerwerft, kannst du alles bauen, super, oder? Bringt es aber irgendwie gar nicht. Äpfel 1242, das ist so geblieben, obwohl wir hier auf Dingens rumgegangen sind. Energiecredits. Schön und gut, aber die brauchen wir gerade wenig. Auf Kosten von 100,75% der Sektorvorräte ableiten und das wäre ja was, ne? Funktioniert das? Oh, dann haben wir schon mal was. Okay. Warte mal, wenn das so ist, müssen wir nur mal gerade gucken, ob wir irgendwo was finden, wo ein bisschen mehr wenigstens ist. Hier, den Sechser. Konstruktionsschiff. Kostet 67, aber wir haben noch das, oder? Hier stehen noch 332, mein Guter. Unterirdische Bunker, lass uns diese Dinge knacken. Machen wir. Mal. 322, ich kann aber nicht hier. Ah, Forschungsschiff nicht. Konstruktionsschiff. Was
fehlen 67, aber wir haben noch hier jetzt 322 stehen. Was ist das? Läuft. Da hat sich nichts geändert. Das brauchen wir nicht machen. Hier lohnt es aber. Jetzt habe ich 588. Wer meckert darum? Ressourcenspeicher voll. Energiecredits, okay. Konstruktionsschiff, Konstruktionsschiff, Konstruktionsschiff. Das ist doch auch sowieso fragwürdig. Auflösen. Naja, zwei brauchen wir, aber drei auf jeden Fall nicht, ne? So, nochmal, wir sind jetzt leider woanders hingegangen. Da sind sechs. Konstruktionsschiff auswählen. Jetzt können wir es auch bauen. Zweites Konstruktionsschiff dahin. Können wir nicht bauen. Ja, sehr interessant. Aber die sechs brauchen wir auf jeden Fall. Und die Apple, das ist auch noch ein großes Problem. Jetzt ist die Frage, wo das Konstruktionsschiff ist, ne? Naja, so weit weg ist es nicht. Das zweite. Steht da oder wo? Ist hier irgendwo noch was mit hohen Werten? Glaub nicht, ne? Doch, da ist ein Achter. Das kann ich aber nie bauen. Was sagt er hier? Die Forschung ist zu Ende. Speicherkapazität Mineralien? Nee, neue Komponente. Plasmatriebwerk, Speicherkapazität Mineralien, toll. Das bringt mir jetzt hier gerade alles gar nichts sozusagen, ne? Gouverneur. Okay. Definitiv, weil wir da Mineralienverdunkung Anlage 2 haben. So, jetzt das wissen wir. Das wissen wir auch. Nee. Wir gehen mal gerade hier hin. Hier wären sogar 4, ne? Okay, zweites Konstruktionsschiff. Kann das was bauen? Nein. Die 67 will er trotzdem nämlich, obwohl wir mehr haben. Das ist jetzt falsch. Oberfläche. Oh, hier können wir einen ausbauen. Dann machen wir das doch mal. Wir können noch mehr ausbauen. Bauen wir die doch alle aus. Jetzt ist das dann alle, ne? Okay, das war aber wichtig, denke ich mal, dass wir da auf jeden Fall hier minimieren. Das sind dann nachher immer noch 23, viel zu viel. Also, das wird so oder so schwierig werden. Hier sind natürlich 6, ne? Die keiner bebauen will. Oder 4 sind es nur 6, ich komme hier auf 6. Irgendwo waren hier unterwegs, glaube 6, wo ein 8er war, ne? Da war das, kann er sein. Ja. Der geht aber nicht. Energie Credits. 1100, 11.500, ja, die sind voll, aber was bringen mir die Energie Credits im Moment?
Wenn das hier. Boah, wieso ist denn da minus 21 jetzt? Versteht keiner gerade, ne? Richtlinie und Erlasse. Denken. Ermutigen. Physik. Ja, die sollten wir vielleicht mal gerade unterstützen, oder? Roboterarbeit erlaubt, verboten und Beschlagnahmung. Da ist wieder irgendwas reingekommen. Xenu Orbital. Ich glaube, wir machen mal hier einen Haken dran. Das sollte ja hier funktionieren, einfach aus dem Grund, weil wir da genug haben. Oh, jetzt geht auch noch die Energie runter. Das wissen wir wohl, dass wir eine negative Bilanz haben. Und hier ist es von 26 auf 38 gefallen. Sehr interessant. Ich glaube, unser Reich bröckelt gerade. Es ist zu groß, oder? Ja, wow. Es ist schwierig hier. Bergbaustation. Okay, die läuft noch. Hier war ein Ding ins Militärmacht, ne? Militärstation, oder? Forschungsstation. Ja, Unruhen. Die reißen wir mal ab. Hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht, aber hier 6 miese. 27, 38, cool, oder? Forschungsschiff ist da und baut schon, ne? Ja. Ja, läuft gerade nicht so gut, ne? Müssen wir schauen, ob wir das irgendwann in den Griff kriegen, aber ich glaube eher weniger. Da geht nichts mehr. Das würde gehen. Sektor Einstellungen gemacht. Tja. Na, da mal ein Gouverneur hin, oder? So. Dann muss der noch fertig werden hier. Aber dann bringt uns das auch nicht viel, ne? Gut. Der ist gleich hier am Bauen fertig. Dann ist das erledigt. Aber ob das was ändert am Ende, ist die nächste Frage, ne? Ja, jetzt haben wir 6 mehr. Bauvorhaben abgeschlossen. Und das geht nicht. So, lass mal gerade gucken, ob wir durch dieses hier, ja, das Schiff dann da doch was bauen lassen können, geht. Dann macht die 6 da noch. Okay, die sind dann beschäftigt. Das sind 6 einzelne, das ist schlecht. Das sind auch einzelne. Also da müssen wir zu den 8er fliegen. Hier, da als nächstes hin, ne?
hinbewegen. Eine Eigenart entwickelt, okay. Eigenschaft, nicht Eigenart. Was hat er denn hier so? Intellektueller und Umwelttechniker. Okay. Der ist da kräftig am Bauen bestimmt. 24 kriegen wir auch nicht runter, wahrscheinlich gedrückt. Und wie weit sind die Fortschritte hier? Das war jetzt gerade verkehrt. Und Hunger ist tot, oder? Ne, Anführer verstorben. Unerwartet im Alter von 84 Jahren gestorben. Geil, ne? Ja, das dauert natürlich eine Weile, bis das fertig wird. Gut. Da ist das Konstruktionsschiff, das zweite. Okay, aber dann würde ich ja sagen, bei der Misswirtschaft, die wir jetzt hier gerade haben, müssen wir gucken, dass wir da irgendwie vielleicht noch durchkommen. Weiß ich aber nicht, will ich jetzt wirklich nichts sagen. Das ist eigentlich erstmal egal, wenn wir da recht hohen Vorrat haben. Hier sieht es ein bisschen mau aus und da auch. Müssen wir mal gucken, wie wir das in den Griff kriegen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.